Eine Autobombe ist am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Luxushotels in der südwestpakistanischen Stadt Quetta explodiert und hat nach Angaben der Polizei mehrere Menschen getötet und viele verletzt. Die pakistanische Regierung vermutet, dass eine chinesische Delegation unter der Leitung des chinesischen Botschafters in Pakistan das Ziel gewesen sein könnte. Die Delegation blieb jedoch unverletzt, weil sie zu dem Zeitpunkt des Anschlags nicht im Hotel gewesen war. Das Attentat wurde von der pakistanischen Dachorganisation der militant-islamistischen Taliban für sich reklamiert. Die Stadt Quetta ist die Hauptstadt der Provinz Baluchistan, die an Afghanistan und den Iran grenzt. Nicht nur die Taliban, auch Rebellen, die für eine Autonomie oder Unabhängigkeit der Provinz kämpfen, greifen dort immer wieder Sicherheitskräfte an oder auch chinesische Infrastrukturprojekte.